Hallo, mein Name ist Gerald Kleinemeil und ich freue mich, dass ich heute hier Helix 3 von Joomchapa vorstellen darf. Helix 3 ist das Template-Framework für Joomla und macht das Erstellen einer Webseite zu einem Erlebnis. In diesem Video stelle ich vor, was Helix 3 ist und wie Helix 3 zu bedienen bzw. zu konfigurieren ist. Hier ist also unsere Standard-Webseite von Helix 3. Mit dem entsprechenden Framework Helix 3, das Template, für mein Verständnis das beste Template überhaupt, weil man kann jede Art von Webseite, jede Art von Design über dieses Template realisieren. Wir sind also hier im Frontend, fangen gleich hier oben an mit unseren Social Media, Facebook, Twitter, Google Plus und so weiter, ist von hier jeweils erreichbar. Und wir haben hier unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse. Das sind Einstellungen, die im Backend vorgenommen werden. Unser Helix 3 Logo und die dazugehörige Navigation. Man kann sehen, hier mit Dropdown und so weiter gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten. Was ich euch zeige hier heute und jetzt ist, wie man das konfiguriert und wie man seine eigenen Inhalte einträgt und das anpasst. Wir haben also hier zum Beispiel eine Erweiterung auch von Helix 3. Diesen Bereich hier zum Beispiel finde ich nicht so besonders attraktiv, aber ich zeige gleich, wie der weiter verändert werden kann. Ja, so. Dazu wäre das erste, was wir machen, ist, wir loggen uns jetzt im Backend ein. Dazu schreiben wir Administrator. Dann werden wir aufgefordert, unser Passwort einzugeben. Ich habe übrigens die Seite in Deutsch installiert. Was ich noch nicht gemacht habe, ich habe noch nicht die deutsche Helix-Erweiterung reingemacht. Die mache ich gleich noch. Dann zeige ich euch, wie das jetzt geht. Man sieht hier die entsprechenden Informationen, aber dieser Page-Builder ist immer noch in Englisch. So, dafür muss jetzt die deutsche Sprachdatei installiert werden. Dazu gehe ich auf joomfan.de und finde unter, lass mich gerade gucken, Downloads, da ist es. Da finde ich den Link zum Download. Muss mir also entweder hier oder da, wie auch immer, eintragen. Dann den Titel hier und hier ist mein Pop-up. Da muss ich meinen Namen und Adresse eintragen. Wenn ich draufklicke, bekomme ich eine E-Mail mit der entsprechenden Sprachdatei zugesandt. So, da gehe ich über die Verwaltung, installieren und jetzt Datei hochladen. Dann wähle ich meine Sprachdatei, öffnen, installieren und hochladen. Das war es eigentlich schon. Da sehen wir hier Designer. Genau, jetzt haben wir hier Layout Designer und das heißt, der ist jetzt in Deutsch. Dazu muss ich eine kleine Bemerkung machen. Für vorhandene Seiten, also Seiten, die schon funktionieren, ist es möglich, dass die Übersetzung nicht vollständig bzw. nicht ordentlich angezeigt wird. Das wird aber geändert oder ist geändert in dem Moment, wo man neue Seiten generiert. Das heißt, wenn ich hier über Seiten auf Neu gehe, jetzt habe ich hier in dem Template von Helix 3 von Joomchapa, habe ich das schon drin. Hier habe ich unsere Seite und hier ist zum Beispiel Helix 3 Framework. Gleiches Spiel ist hier, Helix 3 Framework. Ich schreibe jetzt einfach mal 1 dahinter. Sicher da. Gehe hier und aktualisiere das. Und jetzt habe ich hier Helix 1, Helix Framework 1. So, ein Tipp von mir, man sollte diese Schrift nicht zu groß wählen. Wenn ein langes Wort benutzt wird oder längere Wörter benutzt werden in der Überschrift, kann das passieren, dass das in den Mobile-Geräten nicht passt. Das heißt, wenn die Schrift zu groß gewählt ist und dann der Bereich nicht in den Mobile-Geräten passt, könnte das ein Problem sein. So, das heißt, Um die Schriftgröße zu verändern, kann ich hier hingehen und sagen, ich habe hier mein Call to Action, ja, Helix 3, 1, ich nehme dann 1, die 1 mal wieder raus und sage jetzt mal hier, mein Heading ist 1, das hat keinen Einfluss auf die Größe der Schrift, sondern nur einen Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung. So, dann haben wir hier 72, ich gehe da jetzt mal drauf und sage mal 58. Dann speichere ich das und ich muss wieder hier oben speichern. Ohne die Speicherung kriege ich nicht an. Oder ich gehe hier auf Spalte ansehen. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass die Schrift sich verändert hat in der Größe. Okay, so wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bereich habe, der hier aussieht wie zum Beispiel
ein Tablet oder so, da haben wir das Problem, das ist das, was ich meine. Wenn die angezeigte Größe, dann wird das abgeschnitten. Sieht ein bisschen scheiße aus. Entschuldigung. Also ich würde das noch kleiner machen. Für mein Verständnis ist die Größe 58 immer noch zu groß. Ich würde eher 48 nehmen. Das nächste wären die weiteren Elemente. In dem Fall hier dieser Bereich mit den vier Elementen. Das Video und der entsprechende Text dazu. Ich zeige jetzt kurz im Administrationsbereich. Hier haben wir die 1, 2, 3, 4 Elemente in der entsprechenden Kolumne. Die Kolumne ist hier auf 4 aufgeteilt, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel und so weiter. Und durch Doppelklick hier oder Einfachklick können wir sehen, was hier ausschlaggebend ist und wie der Bereich konfiguriert wird. Also ich fange mal hier oben mit dem Admin-Label, also das ist den Namen, den wir der Box geben. Und dann haben wir hier den Namen der Erweiterung. Hier kann man übrigens sehen, da ist der Bereich schon übersetzt ins Deutsche. Ich mache mal eine 1 dahinter, damit wir das erkennen. Hier kann ich die Schriftgröße verändern. Ich habe hier natürlich überall, wo nichts drin ist, habe ich Standardgrößen angegeben, die im Template sind. Also das heißt, ich kann individuell das anpassen oder kann mich an das Template halten. Auch bei den Templaten, die angeboten werden von JumpSharper oder auch von anderen Template-Herstellern, ist das Gleiche. Dann haben wir hier die Möglichkeit, eine URL einzutragen, das heißt, wo der Link hingeht, den Titel in Farbe und so weiter. Dann das Icon, wo, ob das vor, nach, links oder rechts von dem Text ist. Dann, ob wir ein Symbol oder ein Bild haben wollen. Wenn wir ein Bild haben wollen, ich klicke mal da drauf, kann man hier ein Bild auswählen. Andernfalls ist es das Symbol, der entsprechende Text und den Inhalt, ob der zentriert oder linksbündig, rechtsbündig sein soll. Wieder die CSS-Klasse, speichern. Ich gehe jetzt hier auf Speichern und zeige es auf dieser Seite an. Ja, hier ist es. Da kann man sehen, ich habe jetzt Responsive 1. Ich habe jetzt auch kein Icon mehr. Das ändere ich jetzt wieder. Doppelklick. Icon. Also Symbol in dem Fall. Speichern. Speichern. Aktualisieren. Und schon habe ich auch mein Icon wieder. Ich hätte zum Beispiel noch eine Möglichkeit, hier einen Button runterzubringen, zum Beispiel hier so einen Button runter und jedes einzelne zu verlinken oder eben dieses Icon hier verlinken oder die Überschrift verlinken. Das kann ich jetzt machen, wie ich lustig bin. Ich gehe jetzt einfach mal hier und sage, okay, Add-on, also Erweiterung einführen und dann Button. Hier muss ich meine Einstellung für den Button machen. Ja, die sind selbsterklärend, denke ich. Ich lasse das jetzt einfach mal. Und da ist mein Button. Und wenn ich jetzt speichere und auf Aktualisieren gehe, habe ich hier meinen Button. So, jetzt ist der Button linksbündig. Das ist natürlich nicht so toll. Der müsste eigentlich über den gesamten Bereich gehen. Oder zentriert. Zentriert ist ein bisschen schwierig. Ist also in der Voreinstellung nicht möglich. Aber in dem Fall würde ich jetzt zum Beispiel hingehen und den Button über die gesamte Breite setzen. Also Button volle Breite. Ja. Speichern. Speichern. Da ist mein Button. Und jetzt über die volle Breite. So, jetzt gehe ich mal und konfiguriere den Button noch ein bisschen. Ich setze mal den Button auf, was haben wir denn hier? Also selbes Fenster, soll der im selben Fenster öffnen oder in dem neuen, kommt drauf an. Kann ich mir aussuchen. Ich gehe jetzt hier auf das Margin und sage jetzt einfach mal 10 Pixel. So, Margin bedeutet ja, also oben, rechts, unten, links. Also von oben nach rechts, nach unten, nach links. So, wenn ich jetzt sage hier Margin 10 und ich sage nur eine Zahl, dann bedeutet das, ist was für alle Bereiche. Also das würde jetzt bedeuten, oben 10, rechts 10, links 10, unten 10. Jetzt speichere ich das. Schaue mir das nochmal an, indem ich das aktualisiere. Und jetzt sehen wir, habe ich hier ein bisschen größeren Abstand. Da heißt hier 10 Pixel, das würde passen. Und links und rechts, das kann man gleich sehen, wenn der zweite dazu kommt. Entsprechend. Jetzt gehe ich hin, oder könnte ich zum Beispiel hingehen und aus dem Button den Button kopieren.
Und dann brauche ich nur noch den Link. Ich sag mal, kopiere und ziehe den so ganz einfach rüber. Ups. So, weiter. Nochmal. Kopieren, rüberziehen. Kopieren, rüberziehen. Speichern. Und niemals hat man in so einer Geschwindigkeit vier dieser Button an der richtigen Position gebracht. Man kann die jetzt einzeln aufrufen und die entsprechenden Konfigurationen vornehmen. Ich kann zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, Typ Button-Typ. Ich gehe jetzt mal primär. Okay. Speichern. Und hier machen wir jetzt mal nicht primär, sondern gehen wir mal auf Button-Typ, gehen wir auf Info. So, wenn ich jetzt, man kann natürlich so weitermachen, so, wenn ich das jetzt angucke und aktualisiere, bedeutet, dass ich hier andere Farben habe, wie man sieht. Ja? Das heißt, hier ist der Standard-Button. Das ist der, ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber man, wie gesagt, das kann man entsprechend auswählen. Da passt sich der Farbe des Templates an. Die Template-Farbe, die wird im Template verstellt. Das heißt, da kann man einstellen, ob man das blau haben will, grün, rot, oder man kann auch seine eigene Sprache wählen. Komme ich später noch zu. Weiter mit dem Video. Ich habe hier zum Beispiel einen Bereich, wo ich ein Video und einen Textbereich habe, mit einem Button zum Beispiel. Ich gehe jetzt mal und ändere mal hier in ein YouTube-Video und verändere die Spaltengröße. Dazu gehe ich ins Backend, mein Video habe ich hier und dann hier habe ich meine Kolumne, also meine Spaltenbreite. Kann ich meine Spalte jetzt anpassen? Ich gehe jetzt mal hier auf Spalte und sehe mal, aha, die hat sich jetzt verändert. Dieser Bereich ist größer geworden, das Video kleiner. Drücke ich auf Speichern, auf Aktualisieren und damit habe ich ein kleineres Video da drin. Wobei das natürlich nicht wirklich passt, aber egal, ist ja zu Demo-Zwecken. Jetzt machen wir es genau umgekehrt. Jetzt hätte ich gerne diesen Bereich hier, oder ändern wir die Kolumne wieder. Sagen wir mal zum Beispiel, ich würde jetzt mal sagen, mal, wo haben wir denn? Ja, gehen wir wieder halb, aber jetzt ändern wir mal die Videoadresse. Dazu klicke ich auf das Video. Hier habe ich meine Videoadresse. Dazu brauche ich ein YouTube-Video. Immer auf YouTube. Ja, ich bin jetzt bei mir im YouTube drin. Mein Kanal. Mal gucken, ob wir hier Schönes haben. Haben wir irgendwo eine Adresse drin? Jawohl. Da haben wir zum Beispiel, hier ist ein Video drin. Ich klicke das Video an. So. Dann gehe ich hin und kopiere hier die Adresse. Auch nichts weitermachen, einfach nur, ja, hallo. So, und wir tragen hier die Adresse ein. Drücken auf Speichern. Auf Speichern. Und schon haben wir, wenn wir aktualisieren, die Adresse von unserem neuen Video da drin. Da ist es. Ja, so, das heißt, ich könnte theoretisch jetzt links, rechts und wie auch immer positionieren, Größe anpassen, wie ich gerade lustig bin. So, gleiches gilt hier für den Text. Ja, also wenn ich hier auf den Text verändern möchte, klicke ich da drauf oder irgendetwas anderes, eine andere Komponente da einbauen möchte. Ist überhaupt kein Problem. Ich gehe jetzt mal hin und nehme das mal raus hier, den unteren. So, drücke ich auf Speichern und verändern die Komponente dahingehend, dass der Bereich des Videos größer wird. Also, normalerweise kann ich jetzt hingehen und diesen Bereich hier ändern. Also, wenn ich jetzt hingehe und mal sehen, Moment, aha, so, jetzt kann ich den Bereich rüberschieben. Und sehen, ich packe den an und schiebe den rüber. Damit habe ich jetzt den Bereich auf die andere Seite gesetzt. Schauen wir mal an. Da ist er. Mein Video wieder kleiner. Und mein Text dann. Wenn ich es andersrum haben will, dann kann ich natürlich auch hingehen und das komplett verschieben. Also ich verschiebe jetzt hier mal den Text rüber. Ups, das hat er nicht genommen. So. Und das Video darüber. Den darüber und den Button darunter. Machen wir auf Speichern. Aktualisieren. Und jetzt habe ich das Video viel größer da drin. Ja, also das ist jetzt abhängig davon, wie es mir am besten gefällt. So kann ich es machen. Eine Sache habe ich hier im oberen Bereich noch vergessen. Man kann die Hintergrundfarbe natürlich auch entsprechend einstellen. Das gleiche gilt hierfür. Das ist bei sämtlichen
Elementen hier in dem Bereich das gleiche. So, ich verändere jetzt mal kurz die Farbe hier. Die Farbe, die Gesamtfarbe, die verändert sich hier in den Zeileneinstellungen. Also wenn ich die komplette Zeile in einer anderen Farbe haben möchte. Wenn ich nur den Bereich, zum Beispiel jetzt hier des Videos, anders haben möchte, gehe ich hier in diesen Bereich, also Video oder Text hier. Ich mache jetzt einfach mal hier den Text. Jetzt mal eine Schriftfarbe, Hintergrundfarbe. Die Hintergrundfarbe, ich mache es jetzt einfach mal, wir nehmen einfach mal schwarz. Jetzt ein bisschen was nach was aussieht, ich weiß nicht, ob das passt, aber schauen wir mal. So, aktualisieren. Und jetzt ist nichts zu sehen. Warum nicht? Weil die Farbveränderung im Bereich des Videos dahinter ist. Das bedeutet, jetzt gehe ich hier über die Optionen und stelle ich meine Spaltenpadding ein. Ich sage mal zum Beispiel, mein Spaltenpadding ist 20 Pixel. Ja, also PX. PX. Oben, rechts, unten, links. Also ich sage jetzt mal, oben 20, rechts 10 Pixel, unten 20 wieder, links 10 Pixel. Das sieht jetzt nicht besonders schön aus, aber zu Demo Zwecken ist das okay. Dann gehen wir auf Anwenden, wiederum auf Speichern und jetzt aktualisieren wir das und jetzt haben wir gleich hier einen Unterschied. Da ist er. 10 Pixel auf der linken Seite, 10 Pixel auf der rechten Seite, 20 oben, 20 unten. Wenn ich jetzt möchte, kann ich hier die Farbe noch wieder umändern. Hier jetzt mal hier wieder auf die Option. Und jetzt machen wir das mal nur mal kurz auf Rot. Anwenden, speichern, Home, aktualisieren, fertig. Jetzt habe ich hier einen roten Frame drumherum. Wie man sieht, 20, 10, 10. Natürlich sieht das nicht besonders toll aus, aber auch in unserem Bereich, der sonst responsive ist, wird das entsprechend angezeigt und passt sich automatisch an. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja eine responsive Webseite. So, ich nehme den Bereich wieder raus. Achso, das Video hat sich natürlich in der Größe auch entsprechend angepasst. Ja, so nehme ich hier wieder raus. Weil brauchen wir nicht. Die Spaltenbreite wollen wir auch nicht verändern. Da steht jetzt 10, 10, 10, das ist ein Beispiel. So, dann haben wir hier noch, wenn wir schon dabei sind, haben wir noch die Animation. Also die, zum Beispiel dieses Video faded in von rechts. Ich habe hier die Möglichkeit einzustellen, fade down, das machen wir jetzt mal, das ist nur von da und kommt. Die Animationsdauer, also wie lange dauert, ist 300. Die Animationsverzögerung, also die 300, 400, 500 sollte man nehmen hier in dem Bereich. Aber man kann es auch ausprobieren. Die Animationsverzögerung könnte auch länger sein. Ich sage jetzt mal zum Beispiel 600. Wenn ich zum Beispiel 3 oder 4 Spalten habe, wie ich hier oben hatte, dann könnte ich zum Beispiel sagen 300, 600, 900, 1200 zum Beispiel. Dann würden die nacheinander einfliegen. Okay, so. Jetzt kommt hier von rechts. Ich gehe jetzt mal, sagen wir mal, down, also von oben nach unten. Und jetzt gehen wir auf Anwenden und wieder auf Speichern. So, jetzt müsste der rote Bereich hier weg sein und das Video müsste von oben nach unten reinflyen. Machen wir das mal. Hat er nicht genommen, aber dauert, ist von dem Auge her noch nicht wirklich wahrnehmbar. Aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel hier den Bereich mal anschaut, kann man sehen, die fäden der Reihe nach rein. Okay? Man kann die Zeit entsprechend einstellen und verlängern. So, kommen wir kurz noch zum Hintergrund, und zwar dem Hintergrund hier von den Zeilen. Dies ist meine Zeile hier und ich möchte gerne, dass die Zeile eine andere Farbe hat. Dazu rufe ich das auf mit einem Doppelklick und gehe dann ganz, hier steht Hintergrundfarbe. So, dann machen wir die Farbe jetzt mal hier, machen wir einfach einen gräulichen Bereich dahin. So, ich kann natürlich auch noch, wenn ich will, den Hintergrund-Image reinbringen, also ein Bild reinbringen, das lassen wir jetzt mal. Und einer der wichtigsten Punkte oder wichtigen Punkte ist, ich könnte die Spalte auch fließend machen. Dazu komme ich gleich auch nochmal. So, jetzt gehen wir auf Anwenden, Speichern, Aktualisieren. Und jetzt habe ich meinen Bereich hier grau. Und jetzt ergibt sich auch eine andere Einstellung zu der großen Spaltenbreite, die ich hier habe, damit das sich besser abtrennt. Sieht optimaler aus. Kann ich natürlich in jeder Farbe machen und die Abstände kann man natürlich auch einstellen, wie man will. Hier, ja, das heißt, ich habe hier, weiß ich nicht, was da drin ist, dann gucken wir mal kurz.
Wir haben hier die Spalteneinstellung. Ich gehe zu den Spalteneinstellungen, also sorry, den Zeileneinstellungen. Klicke ich drauf und da kann ich hier im unteren Bereich kann ich sehen, hier, wo ist es? Da muss also da ist die 100 Pixel Padding. 100 Pixel oben, 100 Pixel unten, links und rechts 0. Ja, also 100, 0, 100, 0. Wenn man nur beide schreibt, dann gilt das eben für beide, für oben und für unten. Ja, gleiche ist hier für Margin. Das heißt, das Padding ist eine Geschichte, das ist der Bereich innerhalb der Box und das Margin ist außerhalb der Box. Ja, also wenn ich das jetzt ändern würde, dann hätte ich da andere Abstände drin. Haben wir nicht, machen wir jetzt mal speichern. Also hier ist unsere Abstände. Das sind 100 Pixel und das sind auch 100 Pixel. Okay. So, interessanterweise habe ich festgestellt, dass ich mittlerweile schon ein Video über 20 Minuten habe und ich bin noch, ich glaube noch nicht mal bei der Hälfte bei den Informationen, die ich bringen müsste oder die ich bringen möchte. Deswegen habe ich jetzt entschieden, das Video in mehrere Teile zu teilen. Also sprich, es gibt noch weitere Videos auf der Webseite joomfat.de, aber dieses hier ist jetzt erstmal an dieser Stelle beendet und fängt mit dem neuen Bereich, in dem ich alle Einzelheiten anzeige an. Also man kann das alles auf der joomfat.de Tutorials finden. Ja, ich erlaube mir auch noch darauf hinzuweisen, dass nett wäre, wenn ich ein Like bekäme auf Facebook und ja und eventuell Kommentare, würde mich freuen. Wenn jemand unzufrieden ist oder findet, dass ich etwas falsch gemacht habe, der soll mich doch bitte per E-Mail anschreiben oder auch gerne anrufen. Danke.